wem vertrauen wir eigentlich jetzt noch? Und darauf geht es nämlich darauf hinaus, den Unternehmenssprechern wenig, sondern wir vertrauen den Experten. $20 Millionen für einen Spot, $20 Millionen für eine Aktion, Unterschied, 4 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen, 80 Millionen Mal gewotet auf einer Website. Auf der anderen Seite bietet Crowdsourcing jetzt nicht nur das Virtuelle, sondern mittlerweile auch, dass es physisch wird. Interessanterweise ist das wissenschaftlich überhaupt nicht erforscht. Es tauschen diese Welten zwischen physischen und virtuellen und machen es so spannend. Zwischen Kulturen, zwischen unterschiedlichen Meinungen, zwischen unterschiedlichen Fantasien. Wie sexy ist Ihr Unternehmen? Ja? Wie viele Ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen würden Ihr Unternehmen auch bedenkenlos weiterempfehlen? Dann fragt sie ja, Mami, aber tust du denn auch schon was? Und das war natürlich eine sehr harte Frage, weil darüber zu reden und es zu wollen ist eine Sache und was zu tun ist was anderes. Und das erklärt jetzt übrigens auch, warum zum Beispiel der Peter Pan und seine Freunde im Nimmerland nie erwachsen werden konnten. Das heißt, der Konsument kennt sein persönliches Schaf, weiß, was er trägt, gehört zu einer Sinngemeinschaft. Wie gewinne ich nun, wie baue ich Sozialkapital auf? Sie müssen die kritischen Punkte ansprechen, wenn sie glaubwürdig sein sollen. Sie müssen ihre Verantwortung annehmen und nicht auf den Konsumenten verlagern. Im Zweifelsfall auf Gewinn verzichten, das ist das Härteste. Ich sage das ganz einfach, seien Sie ein großartiges Unternehmen. Grüne Unternehmen sind bei jungen Talenten sehr attraktiv. Wobei wir wieder bei einem ganz wesentlichen Vorteil von Storytelling angekommen wären, Geschichten verbreiten sich viral, aber natürlich nur solche, die man auch gern weitererzählt. Und wenn der Plot spannend genug ist, springen manchmal auch die Medien auf. Und es gibt bei uns auch keine Probleme, es gibt kein Jammern, es gibt keine Hysterie, es gibt keine Apokalypsen. Wenige Hinweise reichen und schon ist das ganze Drama im Kopf. Typisch Italiener, Oldies verfeindet, Kinder verliebt, trotzdem tot, Eltern heulen, aber zu spät. Es gibt noch Vertrauen in Unternehmen und Marken, aber es ist schwer zu erlangen. Warte, jetzt wird es jetzt, Leute. Oh Gott, jetzt wird es schwierig. Irgendwie braucht es lang. Bist du sicher, dass das meine 20 Sekunden?